Liebe Freunde und Geschäftspartner, liebe Liveball-Community, ich möchte mit euch meine Gedanken zum Liveball teilen und euch einige Entscheidungen mitteilen, die ich in den letzten Monaten getroffen habe. 1992, also vor über 23 Jahren, haben Dr. Torgon Petrosian und ich den Verein AIDSLIVE gegründet. Unser Ziel war es, gemeinsam gegen HIV und AIDS anzukämpfen, Barrieren im Kopf abzubauen und das Leben zu feiern. Dieses Ziel hat auch heute noch Gültigkeit. Menschen auf der ganzen Welt beneiden uns heute für dieses einzigartige, lebensbejahende Charity-Event. Jahr für Jahr setzt die Stadt Wien und die Wiener Bevölkerung gemeinsam mit Besucherinnen und Besuchern ein Zeichen. Und das aus gutem Grund. Fast 80 Millionen Menschen haben sich weltweit in den vergangenen Jahrzehnten mit HIV infiziert. Mehr als die Hälfte davon sind an den Folgen einer durch AIDS bedingten Erkrankung gestorben. Und auch heute gibt es noch kein Heilmittel. Ja, man kann mit einer HIV-Infektion leben und überleben. Doch was viel schwerer wiegt, ist die Tatsache, dass das Thema nach wie vor tabuisiert wird und von HIV und AIDS betroffene Menschen täglich, auch hier bei uns, diskriminiert und ausgegrenzt werden. Solange sich daran nichts grundlegend ändert, solange wird auch das, wovon die gesamte Community weltweit überzeugt ist, nicht wahr werden, nämlich Together we can end AIDS. Ich bin mir meiner Verantwortung als Teil dieser Community bewusst und seit geraumer Zeit denke ich darüber nach, wie ich es schaffen kann, ihr noch nachhaltiger nachzukommen. Dazu habe ich den für mich längst fälligen Schritt gesetzt und am vergangenen Liveball erstmals öffentlich über meine HIV-Infektion gesprochen. Auch ich habe meine Krankheit emotional verdrängt, wollte sie aus Scham ausblenden. Einerseits ging es mir dabei nicht anders als den meisten anderen Betroffenen und andererseits, weil ich die Sorge hatte, dass Sponsoren, Partner und Freunde nur wegen meines Schicksals den Liveball unterstützen. Doch es geht hier nicht um mich. Und letztlich habe ich diesen Schritt gesetzt, weil der Liveball jetzt eine entsprechende Dimension erreicht hat und zu einer eigenständigen Marke geworden ist. Das macht es möglich, das Wirtschaftliche vom Persönlichen zu trennen. Gleichzeitig bin ich überzeugt, dass mein Outing die eigentliche Berechtigung und den eigentlichen Sinn des Liveballs wieder stärker in den Mittelpunkt drückt. Und zwar HIV und AIDS zu enttabuisieren und zu bekämpfen. Das nun bald anstehende 25-jährige Jubiläum veranlasst mich, das bisher gemeinsam Erreichte zu reflektieren. Ich überlege mir immer wieder, wie man dem Liveball noch mehr Tiefe verleihen könnte. Wie können wir gemeinsam den Liveball auf eine neue, inhaltliche und noch stärker internationale Ebene heben? In den vergangenen Jahren konnten bereits namhafte Organisationen wie die Clinton Foundation, AMFA, UNAIDS oder die Edge on AIDS Foundation als starke Partner gewonnen werden. Ich sehe hier aber noch viel mehr Potenzial, was den Aufbau eines internationalen Netzwerks und auch mediale internationale Breitenwirkung anbelangt. Wir arbeiten derzeit an einem Advisory Board, um gemeinsam mit diesem neuen Konzept auszuarbeiten. Der nächste Liveball wird diese aufgreifen, um unsere Anliegen einem noch größeren internationalen Publikum näher zu bringen. Um unseren aktuellen und zukünftigen Wirtschaftspartnern eine entsprechende Plattform zu bieten, müssen wir auch diesen Bereich noch internationaler ausrichten. Wir möchten neue Unternehmen für unser Anliegen gewinnen und Beziehungen zu unseren aktuellen Unterstützern ausbauen und vertiefen. Ohne sie wäre der Liveball und die so wichtige Unterstützung von Hilfsprojekten nicht möglich. Um das bewerkstelligen zu können, braucht es entsprechende Strukturen, Konzepte und Zeit. Mehr als man neben dem operativen Betrieb einer Liveball-Vorbereitung finden kann. Die sehr erfolgreichen Veranstaltungen Red Ribbon Celebration Concert und First Ladies Luncheon werden im Jahr 2016 stattfinden. Zeitgleich werden wir unsere Kräfte bündeln und uns wirklich in jeder Hinsicht neu erfinden. Dazu sind umfangreiche Vorbereitungen nötig, die es uns ermöglichen werden, mit dem Liveball diese nächste Stufe zu erreichen. Um die Prozesse, die dafür notwendig sind, angemessen und nachhaltig planen und durchführen zu können, wird der nächste Liveball im Wiener Rathaus erst im Mai 2017 stattfinden. Es ist mir besonders wichtig zu betonen, dass unsere österreichischen HIV-AIDS-Hilfsprojekte finanziell abgesichert sind. Das war mir in all meinen Überlegungen ein großes Anliegen,
Hier liegt ganz klar meine Priorität. Um es vorwegzunehmen, mir geht es gesundheitlich sehr gut. Ich kann sagen, dass ich durch mein Outing und die darauffolgenden Reaktionen jetzt erst recht die Kraft und die Motivation für den spannenden Weg habe, der vor uns liegt. Ich freue mich darauf, diesen gemeinsam mit einem starken Team und mit bestehenden wie neuen Partnern zu gehen. Ich möchte mich bei allen Wegbegleitern, treuen Partnern, Sponsoren und unzähligen Liveball-Engeln, sprich bei der gesamten Liveball-Community, für ihren Glauben an die Ziele des Liveballs und ihren Einsatz zum Gelingen dieses gemeinsamen Projekts bedanken. Ich verspreche euch allen, 2017 wird im Wiener Rathaus ein Liveball stattfinden, der neue Maßstäbe setzen wird. Bis dahin vergesst nicht aber, dass es auch in eurer Hand liegt, dass auch 2016 den von HIV und AIDS betroffenen Menschen Gehör geschenkt und Öffentlichkeit geboten wird. Die Arbeit beginnt jetzt. Ich freue mich darauf, sie mit euch umzusetzen. Denn nach 23 Jahren Liveball bin ich heute so sehr wie nie zuvor der Überzeugung, Together we can end AIDS.